Moin YouTube, was geht ab? Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und heute gibt es einen weiteren Elden Ring Challenge Run auf meinem Kanal. Ich habe mir nämlich die Herausforderung gestellt, das gesamte Spiel plus DLC auf Level 1 bzw. mit Level 9 durchzuspielen. Also ich darf nicht leveln in diesem gesamten Run. Ich darf meine Waffen leveln, darf Talismane benutzen, aber ich darf nicht Runen ausgeben für Level. Ob ich die Challenge geschafft habe, seht ihr in diesem Video. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like, einen Kommentar und ein Abo da. Ansonsten genießt das Video, es ist ein sehr langes Video, holt euch was zu snacken oder gönnt euch die Couch. Ansonsten, lasst euch unterhalten, bis zum nächsten Mal, haut rein. Ja, wir gehen rein. Do any bitches in a Jetski. Moin Schwarzi. Ich hab durchgeschlafen, hab gerade gefrühstückt, wir streamen ein bisschen so bis 20 Uhr, wir machen nicht lange. Schauen, wie weit wir kommen. Also mit dem Keuleron hatte ich da sehr viel geschafft in der Zeit. Und ja. Moin Lasse, liebe Flex, danke dir. Moin Patrick. Sag mal, wann ist man ready für New Game Plus? Sobald du dich ready fühlst für New Game Plus, bist du ready für New Game Plus, mein Bester. Hast du die Challenge geschafft? Ich habe beide Challenges geschafft, ja. Ich habe das Spiel durchgespielt mit Dannys treuen Stück, inklusive DLC etc. pp. Und ich habe das Spiel durchgespielt mit der Keule, inklusive DLC etc. pp. Neue Challenge ist jetzt. Die Challenge ist, ich habe mir die Klasse Samurai genommen, nicht Bettler. Samurai genommen. Und wir versuchen das gesamte Spiel durchzuspielen, ohne ein einziges Mal zu leveln. Aber es gibt so viel Lore, Dynamik. Ich sag dir ehrlich. Es gibt so viel Lore in dem Game, das kann man nicht zusammen, also ich kann das nicht alles so zusammenfassen. Da musst du dir am besten so ein YouTube-Video anschauen. Da gibt es echt sehr gute YouTube-Videos dazu. Wie wär's mit einem Run ohne Mount? Nee, das ist ja einfach nur langweilig. Danke dir, Mike. Also Run ohne Mount finde ich persönlich langweilig. Und später wechsle ich vielleicht auf Starfist. Das sind meine zwei Waffen, die ich benutzen werde. Einhändig, ein Kollege hat das in Shikiro geschafft. Mann. Jetzt komme ich nicht mit solchen absurden Challenges, Bro. Ich mache doch gerade eine Challenge. Warum schlägst du mir dann andere Leute Challenges vor, wenn ich gerade eine Challenge mache? Auch keine Waffen, doch Waffen werde ich leveln. Ich werde mich selber nicht leveln. Rykards Speer. Ja, entweder Rykards Speer. Aber ich finde halt, Starfist ist halt relativ geil, weil du halt einfach absoluten Damage hast. Und Blutung. Ein Run ohne Rollen. Das habe ich auch noch auf der Liste. Aber erstmal machen wir den Run. Und schauen, ob wir den schaffen. Spielst du mit großen Runen? Ich denke schon. Aber es wird mir nicht so viel bringen, weil es gibt nur eine Anzahl an Runenbogen. Digga, was ist mit dir? Also, musst du scheißen oder was? Komm mal her jetzt. Das Ding ist, ich habe halt nur Schmiedesteinwaffen. Und ich kenne mich halt nicht mit Schmiedestein aus, wo alle Schmiedesteine sind. Das ist ein bisschen scheiße. Aber ja. Müssen wir lernen, Bron. Oh ne, nicht der Todesvogel. Ich kann ja auch keine Rüstung tragen, ne? Rüstungen sind auch nichtisch. Also was heißt nichtisch? Rüstungen kann ich nicht tragen, weil ich ja zu low level bin. Ich denke, ich mache mir das schon ein bisschen leichter mit Blutung oder so. Ich denke aber, das ist auch ziemlich okay, dass ich mir das ein bisschen leichter mache mit Blutung oder so. Weil... Ja, ich brauche jetzt nicht erklären, warum, oder? Ne, ich bin nicht, also genau genommen bin ich nicht Level 1, ich bin Level 9. Ich habe mir die Samurai-Klasse ausgesucht, ich habe jetzt nicht den Battle ausgesucht. Ich habe mir die Samurai-Klasse genommen. Also man kann es sich nochmal schwerer gestalten, indem man den Battler nimmt. Aber ich glaube, das ist auch so schwer genug. Wir haben fürs erste Mal, ich habe es ja noch nie gemacht. Die Schärfe von Alexander. Ich überlege gerade, soll ich die Schärfe von Alexander nehmen oder mache ich die Quest? Ich glaube, ich brauche die fürs Early Game.
in deine Scherbe, ja? I am the great Alexander. Ich habe kein Zeitlimit, kein Limit überhaupt. Das ist keine Herausforderung oder so. Ich mache die Challenge einfach selbst. Aua. 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 What? Ich hole mir direkt das Cooking Book für Sleeping Pots. Brauche ich für Scott's Can Do. Das Ding ist, ich weiß nicht, wie man 7 und 8er Steine schnell bekommt. Also die 7 und 8er Steine bekommst du erst nach God's Can Do. Aber ich würde gerne meine Waffe schon vor God's Can Do auf maximalen Level haben. Mein Croucher. Ich will mir eine PS5 Scuff. Liebe Bu. Also ohne Level mit Katana, nee, ich werde wahrscheinlich Katana spielen am Anfang. Später werde ich vielleicht wechseln zu Starfist. Also nach der Hauptstadt wechsle ich zu Starfist. Also erst Katana, dann Starfist wahrscheinlich. Oder ich mache, also wenn die Katana mir, wenn ich sehe, dass es mit Katana sehr gut läuft, dann bleiben wir beim Katana auch. Die fliegt nicht runter. Videos, die das gut zeigen. Ja, ich kann mich ja an meine Map. Ich habe ja keinen Zeitdruck. Ich kann mich an der Karte orientieren. Mal zur Umfrage, ob du bis 18 Uhr das Base Game durch hast. Boah, bis 18 Uhr das Base Game? Niemals. Bist du der Goat? Leider nicht. Mach ich doch sogar. Ist doch wieder eine neue Challenge, mein Freund. Gestern habe ich nicht Deutschland geguckt, nein. Und Eisen. Das ist doch wieder so eine Challenge. In 2 Stunden 20 Basecamp durchhaben? Nee, mit. Schaffe ich nicht. Ich hole mir auf jeden Fall, glaube ich, zwei Sachen. Also ich werde meine Arzneimischung, glaube ich, habe ich mir schon im Kopf richtig gemacht. Ich habe mir meine Arzneimischung im Kopf so gemacht, dass ich einmal die Schüle für Haltung brechen. Und einmal die opale Träne, damit ich einen Hit mehr aushalten kann. Damit ich, falls ich mal getroffen werde, dass das Ding nicht direkt over ist. Weil im DLC und allgemein im Base Game muss ich wahrscheinlich No-Hit spielen. Nein, das ist keine Wette mit Mickey. Ich habe keine Wette mit Mickey. Wir haben gestern über die Wette geredet, aber ich habe die, also wir haben keine Einigung gefunden. Und keine Ahnung, ich habe einfach mir heute überlegt, was machst du heute? Und dann fand ich es einfach interessant, wie weit ich kommen würde mit meinem Skill ohne zu leveln. Moin Austin, danke dir. Uschi ist sehr, sehr stark. Das Uschi-Katana ist sehr, sehr stark. Einer der stärksten Katanas im Spiel, meiner Meinung nach. Für mich, meiner Meinung nach, auch das stärkste Katana im Spiel. Mit Nagakiba. Ist Nagakiba Dunkelschmiedsteinwaffe? Nein. Schade. Vielleicht hole ich mir das Nagakiba und pack Leido drauf. Weil ein bisschen mehr Reichweite tut, glaube ich, gut. One Purple Red. Nur Char-Level und auch Waffen. Ich darf Waffen leveln. Ich darf nicht, ich darf meinen Charakter nicht leveln. Waffen darf ich leveln. Also ich habe bei einem No-Death-Run gesehen, also ich will mir die Waffe zeigen, aber ich kenne die halt nicht. Die wurde benutzt bei Radan. Ich kenne die Waffe halt aber nicht.
Hier. Clean Rod, Knight, Heavy Sword. Keine Ahnung, was es ist. Ich kenne es nicht. Malenia, hast du Level 70 Stunden von Malenia gebraucht? Boah, das ist crazy. 70 Stunden nur von Malenia. Nee, das ganze Base Game. Ach so. 70 Stunden fürs Base Game hast du gebraucht? Okay, das ist crazy. Das Game kam vor 2,5 Jahren raus. Jetzt kam gerade nach 2,5 Jahren endlich das neue DLC. Und das DLC ist halt einfach ein absolutes 10 von 10. Hat doch nichts mit Hype zu tun. Ignorieren wir den Fakt auch natürlich, dass es das beste Spiel der letzten 10 Jahre ist. Und ein Meisterwerk ist und jeder das gespielt haben sollte. Also ein Elden Ring, so ein Spiel wie Elden Ring findest du selten auf dem Markt. Moin, One Cup. Ja, Justus, aber spielst auf gar keinen Fall Doppel Starfist. Auf gar keinen Fall. Wisst ihr, ich mag's, ich bin halt auch der Fan davon. Das ist natürlich, kann ja jeder für sich selbst beantworten, aber ich liebe es, diesen Game von mir selbst einfach mich besser zu machen, von meinem eigenen Skill besser zu werden und einfach so diese Bosse zu clean zu legen irgendwann, wisst ihr? Ich will an diesen Punkt kommen, das ist aber noch weit weg, dass ich eventuell schaffe, Dark Souls 1, 2, 3 plus Elden Ring durchzuspielen, ohne zu sterben oder so. Sowas möchte ich mal schaffen. Wenn ich das schaffe, bin ich fertig mit Gaming. Ich bräuchte ein bisschen Hilfe, okay? Ich muss ganz gleich die Map Genie öffnen. Ich brauche Schmiedesteine. Ich würde gerne. Ich muss mir mal eine Route. Also ich habe eine Route für dunkle Schmiedesteine. Aber ich habe keine Route für Schmiedesteine. Ich habe eine Route für Schmiedesteine 1, aber ich brauche eine Route für Schmiedesteine 2, 3, 4, 5, 6. Weißt du, ich meine? Also bis 3 und 4 macht Sinn, ja. Aber danach wird es halt Schneegebiet 5, 6. Und, also Schneegebiet. Guck mal, du kriegst halt. Ich kann es dir ganz kurz zeigen, damit du weißt, was ich meine. Du kriegst halt im Schneegebiet erst 5 und 6. Hier. Und den nächsten kriegst du dann hier beim Godskin Duo. Sorry. Hier. 7, 8. Deswegen bräuchte ich eine Route. So. Okay, wir haben eine kleine Route. Passt. Nämlich, das habe ich gestern gesehen. Mal schauen, ob ich es hinbekomme. Wenn du hier runterschwingst, glaube ich. Ist falsch. Du kannst da runterspringen und dann überspringst du den gesamten Weg zu Radahn. Bis vor Radahn. Ich weiß nicht genau, wie das geht. Lass mal kurz tryen. Nee. Let me cook. Das war's. Perfekt. So, und jetzt landen wir landen quasi auf dem Feld von Radahn. Das Spiel denkt, wir sind jetzt bei Radahn gestorben und jetzt sind wir vor Radahn. Was, richtig geil ist. Weil du halt einfach den ganzen Weg skippst und das Festival skippst. Du sparst dir halt enorm viel Zeit. Wir können mal ganz kurz bei Radahn reinschnuppern. Ich habe die Waffe aber noch nicht gelevelt. Ich würde auf jeden Fall krachen. Wir schnuppern ganz kurz rein, aber ich werde den jetzt nicht versuchen, weil ich will die Waffe eigentlich vorher leveln. Findet man sowas raus? Echt eine sehr gute Frage.
Sehr, sehr gute Frage. Übrigens sehr nice, dass Radar mich einfach gewone-hittet hat. Auch sehr nice. Das ist auf jeden Fall ein nicer Touch hat das auf jeden Fall. Eigentlich brauche ich gar keine Kirchen abklappern, weil ich kann mich eh nicht mehr heilen, als ich eh mich heile. Fällt mir gerade ein. Ich darf da nur einen Hit machen. Oh, bin so hot. Perry muss noch mal üben. Ich habe kein Lieblingsbild in Eldring. Nicht viele. Hast du coole Waffen zum Ausprobieren? Bruder, jetzt spiel einfach das Spiel und nimm einfach die Waffen, die dir taugen und gut aussehen. Und du wirst das weißt, so wirst du mal Spaß haben. Es gibt über 300 Waffen in diesem Spiel. Wenn nicht sogar mehr. Einfach die Waffen nehmen, die dir zusagen, die cool aussehen und spiel die. So habe ich es gemacht. Warte mal, warum habe ich Damage bekommen gehabt? Hä? Er hat mich mit dem Hammer erwischt? Ich bin doch gerollt. Also, er hat mehr Angriffe, die nicht parable sind. Man muss ihn so eine Kette bekommen, dass sie die ganze diese Schlagattacken macht. Genau, die Attacken. Und nochmal, perfekt. Ja, genau, so, du brauchst so eine Kette, dass du die ganze diese Attacken machst. Na egal. Übung macht der Meister. Gustav ist bei Radan mit der Keule. Hat aber auch die ganze, ich glaube, er hat nicht die ganze Bosse gelegt, die ich gelegt habe, ne? Eber und so. Ich glaube, er ist einfach nur, also er hat nur Messer und dann, oder? Ich spiele das gesamte Spiel durch, ohne zu leveln. Außer meine Waffen. Oder ich versuch's zumindest. Also Bild, ich spiele entweder Starfis oder Katana. Bin ich mir gespannt, noch unsicher. Ich hole mir jetzt aber endlich mal diese scheiß Gnade. Hier, diese scheiß Gnade hole ich mir hier. Weil ich hole mir die nie. Dankeschön, Mayfi für den Fusion Prime. Ich sag, hätte er mir 20 Level gegeben oder so, hätte ich's gemacht. Also nicht die Challenge, sondern ich hätte die Challenge angefangen, wenn er mir 20 Level gegeben. Also komplett ohne Level, wenn ich es nicht mache. Wie viel Zeitlimit? Halt einmal schlafen. Also zwei Streams. Warum ging es nicht durch? Ich hab gechoked. I am the Lord of all that is golden. And one day we'll return together. Tschüss. Ja, und er wollte mir noch Blutung wegnehmen. Sprich, ich durfte nicht mehr Blutung spielen. Ihr macht aus dieser Challenge eine Wissenschaft, Chat. Ich schwör's euch. Ich habe die Samurai-Klasse genommen. Und versuche das Spiel durchzuspielen, ohne zu leveln. Also, einfach ohne zu leveln. Ich darf meine Waffen leveln. Ich darf Skabaduba-Fragmente nehmen. Alles drum und dran. Das Einzige, was ich nicht darf, ist leveln. Hier sind noch 3 Stück. Und hier sind auch noch welche. Okay. Die Karte, das ist nicht eingetragen, okay. Über ein Symbol ist, über eine Karte. Wenn er dich zweimal trifft, bist du instant tot. Eine große Rune wurde aktiviert oder so. Und dann kannst du da durch.
Normalerweise, wenn du in die, wenn du in die Borg gehst. Von Mesmer. Also, sobald das kommt, kannst du machen. Dass, wenn er... Wenn er Moogs Kette benutzt, dass er die erste Phase von Messmaster überspringen kann. Weil er dann halt quasi gefangen ist und er so, hä? Wie, das geht nicht, verarsch mich. Und ich so, nein, Messmer war damals gefangen mit Moogs Kette und deswegen kannst du das benutzen. Und er geht dann rein, dodgt seine ersten Attacke und haut diese Kette auf den Boden. Nein, ich muss euch das zeigen. Ich muss euch das zeigen, warte. Das ist so witzig. Ich habe gestern Tränen gelacht. Ich habe keine Luft bekommen. Du kannst in der ersten Phase mit Moogs Margits Kette ihn stunnen, falls du es nicht wusstest. Damit skippst du die quasi erste Phase. Ja, die Ketten wurden damals für Moog gemacht und Messmer war damals dadurch gefangen. Deswegen funktionieren die Ketten bei ihm in der ersten Phase. Als dadurch gefangen, deswegen funktionieren die Ketten bei ihm in der ersten Phase. Okay, geh mal, mein Freund. Wenn das jetzt nicht geht, Mats, dann tue ich mich. Wenn ich jetzt vor dem Bild wie ein Hamster und das Ding in der Klasse habe, ich hätte mal ich hätte Arzneimischung machen müssen. Ich habe noch Arzneimischungen, aber hätte ich machen können. Scheiß drauf. Sekiro ist so schwer. Was heißt schwer? Schwer ist ja subjektiv, aber es ist einfach kein. Also, Sekiro hat nichts mit Elden Ring zu tun. Also, zwei verschiedene Spiele. Ganz anders wird ganz anders gespielt. Moin Skies. Ist ja nicht so. Ich würde nicht. Also, ich würde nicht sagen, dass es ein geiles Einsteigerspiel ist. Aber sieht ja jeder anders. No, oh ne, nicht die 300 Damage. Vielleicht wieder umskillen? Gleich wieder umskillen. Scheiße, die Gier. Vergessen, dass ich von jeder Attacke gewonnen bin. Darf nicht, Geht es denn? So, wir ficken jetzt den Boss. First try, sage ich. Ich verstehe diese Attacke nicht. Ich weiche doch aus. Das ist die einzige Attacke, die ich von mir nicht checke, Bro. Guck mal, da ist ja auch AOE. Und den kann man ja auch dodgen. Da ist auch AOE, kann man auch dodgen. Warum kann man die eine Attacke nicht dodgen? Eins. Zwei.
Tschüss. Hat jemand die Tote gezählt? Ja, ich glaube, man muss einfach weglaufen. Ich glaube, das war der Play, einfach wegzulaufen. Tschüss. Was ist denn Hip-Hop? Ich höre alles, solange mir das gefällt, höre ich's. Ich will eigentlich nur in die Hauptstadt, dann hole ich mir Starfist, pump meine Starfist hoch. Dann hole ich mir den Ritualschild-Talisman. Naja, geht nicht. Also du kannst Marikas Wunziegel zum Beispiel stacken. Aber, und normales Radagon, glaube ich. Aber die beiden normalen kannst du, also die beiden Radagons, Wunziegel, Sorcil kannst du nicht stacken. Oh ne, wieder Kack-Damage, ne? Wieder umskillen. Oh ne! Scheiße. Das lief nicht so, wie ich geplant hatte. Oh. Das hatte ich auch noch nicht. Moin, Doku, schönen Türkei-Urlaub wünsche ich dir. Oh mein Gott. Der dritte war zu greedy. Der dritte war zu greedy. Hätte ich den dritten getroffen, wäre es Poise-Breaked. Ich konnte den Trank nicht nehmen, weil ich abgeschossen worden bin vom Buch. Only fine, you have earned now to become the thing as much. Stimmt, ich habe mir den TP nicht geholt bei Renala. Gänsehaut. Aber ich brauche ihn ja auch nicht, den TP, weil ich kann mich eh nicht umskillen. Der Ritter ist schwieriger als der Boss.
So ein Wichser. Ich muss zwei Tode mehr machen, oder nicht? Ich bin zweimal gestorben. Ohne Pferd ist nur nervig. Ich glaube, ohne Pferd kannst du auch gar nicht durchzocken. Welcher Boss ist kampftechnisch und welcher ist designbildlich der beste? Warum ist es Renala und Malekith? Boah, weiß ich nicht. Mein Kopf funktioniert, finde ich, für solche Fragen jetzt aktuell. Ich bin gerade nur in diesem Run. Im Tunnelblick. So. Moin, Joe. Ich brauche einen Spot, wo es viele Trinias Lilien gibt. Das sind 11 Stück hier. Ich brauche aber auch noch so einen Spot, wo es noch mehr als 11 gibt. Gibt es hier keinen Spot hier, den man schnell erreichen kann? 3 Stück hier. Unter der Brücke, okay. 2. 5 Stück. Aber im Bären, okay. Okay, das müsst ihr mir merken. Okay, und da auch. Okay, dann machen wir die Route. 4, 5. In der Ruine hier, okay. Hä? Hier ist doch nur die Sense. Ach, meint ihr wahrscheinlich mit den Ruinen oben? Moin, Timothy. Ah, da. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann hier vor der Kirche noch. Oder. Vom Garnischen. Da. 3 Stück. Und den hat. So. Okay, jetzt verschreien wir das Gotzengeduo. Die habe ich gestern ein bisschen zugesetzt. Was heißt zugesetzt? Ich habe 2, 3 Tries dazu gebraucht, aber trotzdem nervig. Und dann gehen wir rein. Fetten machen wir direkt schläfrig. Und wir treffen ihn nicht. Mit dem ersten. Wichtig. Bin tot. Ich hasse es, Digga. Aber warum trifft denn der erste Sleep Pod nicht? Mann, ist das verwirrtet. Radan. Relana. Mesmer? Fragezeichen. Ups. Ich hab ein bisschen gechoked. Ihr habt ein bisschen wenig Ausdauer. Wir gehen auf komplett Nummer sicher. Ich warte, bis er den anderen beschwört. Beschwör mal deinen Kollegen. Du Fettsack. Man kann es auch ohne Sleeping Pods machen, to be honest. Aber es ist halt mit Sleeping Pods viel einfacher. Vor allem, wenn du One-Hit bist die ganze Zeit. Sensex und Drachenkatana ist natürlich auch eine Qual-Effekt. Stimmt, da hast du recht. Ich finde den Löwen schwerer als Mesmer und Relana. Ja, aber das ist ja objektiv oder subjektiv, keine Ahnung. Da hat ja jeder einen anderen Blickwinkel drauf. Ich finde Löwen jetzt nicht so schwer, to be honest.
Ich hab auch, ist der schwerste auf Level 1 jeder. Eigentlich. Moin, Jungs. Essen war sehr, sehr lecker gestern. Ja, war so Hotpot. Richtig lecker gewesen. Jeder, von denen du gewonshottet wirst, also jeder. Jeder Boss, basically. Thomas, danke für 11 Monate. Dankeschön, dass du seit 11 Monaten am Start bist. Vielen lieben Dank, dass du seit 11 Monaten am Start bist und grüß dich. Ja, jeder Boss ist eigentlich absolut schwer, weil, keine Ahnung. Du wirst halt von allem gewonshottet, Bro. Ich habe Electric Story gesehen, ja. 3 Stunden Bossfight, Controller kaputt, Headset kaputt und Stuhl kaputt. Nichts anderes aber auch erwartet. So muss das. Modernes. Also wir machen die Waffe plus 25, dann machen wir kurz Moog, weil ich brauche meine Rache, weil mein Ego gestern sehr hart gefickt worden ist, weil ich Moog dreimal One-Shot hatte und dreimal gestorben bin, obwohl ich ihn dreimal One-Shot hatte. Mein Ego ein bisschen mitgenommen. Und dann gehen wir zu Malekith rein. Macht eh keinen Unterschied, ich meine, ich darf mich eh nicht leveln, so. Wenn ich jetzt zuerst mache. Am Ende des Tages muss ich eh einen No-Hit machen. Hat er wieder aufs Blutungsbild gewechselt. Which is fine. Digga, also willst du mich eigentlich verarschen, du Hurensohn-Drache? Keiner mag dich. Och, Digga, Mann. Nee. Ich suche mir einen anderen Stein. Ich will den nicht. Ich habe keinen Bock jetzt hinzulegen. Ich hol mir einen scheiß anderen Stein. Nein, Jungs. Oder? Keine Ahnung. Radan nimmt mich seit Tagen auf, dass du die Challenge machst. Ja, ich werde die Challenge nicht schaffen, glaube ich. Also wegen Radan. Nein, lass es. Lass es. Lass es. Welche Waffe würdest du für Radan empfehlen? Wie schwer willst du Radan haben? Sag mir, wie schwer du Radan haben möchtest. Ich sag dir eine perfekte Waffe. Ist ein richtig geiler Skip, oder Silent? Damit kannst du von nach Renale kannst du direkt zu Rykard gehen. Und instant zu. Also wo keine Männer hier. Das ist die schnellste Methode zu Rykard zu kommen. Wie auf sowas kommen. Das sind halt Speedrunner, Bro. Die versuchen halt alles so auf, bis es funktioniert. Und Cookie. Für Schnecken, du Bastard. Wie viel mit der Kolle geschafft? Natürlich, mein Bester. So abgehoben gesagt, natürlich. Ach, war doch keine Challenge. Ich brauche eigentlich keine. Ich brauche allgemein keine Flasks, weil ich eh in einem fucking Glass Cannon bin. Wie viele Stunden hattest du üblich bei der Challenge? Ach, gar nicht so viele. Also, ich hatte 24 Stunden Zeit. Und hab sie dann nach 10 Stunden, nach 9,5 Stunden beendet gehabt. Also war jetzt nicht, ich hatte noch 14 Stunden, also es war jetzt schon ein bisschen knapper als gewollt. Matze spielt seit einer Woche und denkt, er kann mitreden. Ja, also wurde noch nie gezeigt, deswegen. Sein, danke für 4 Morde. Vielen lieben Dank für 4 Morde. Dankeschön. Radan war sehr geile Fight optisch, aber Radan war sehr enttäuschend und irgendwie nicht passend. Da musst du dich mit der Lore auseinandersetzen, weil Radan war tatsächlich der perfekte Bossfight. Also wenn du dich mit der Lore zusammenfasst und die Lore dann verstehst, ist es das perfekte Ende. Und alles ergibt Sinn.
Tatsächlich habe ich aber genauso gedacht wie du, als ich Radar angelegt habe, wie schlecht das Ende sein soll. Oder wie schlecht das Ende ist. Aber nachdem man die Lore verstanden hat, ist es halt wirklich ein geistkrankes Ende. Aber darauf kommst du halt nicht von allein. Kannst du die Lore mal zusammenfassen? An denjenigen, der keinen Spoiler haben möchte, ganz kurz 30 Sekunden abschalten. Ganz kurz 30 Sekunden abschalten. Ab jetzt. Mikela hat Marlenia gesagt, sie soll Radahn killen, weil Radahn Nein zu ihm gesagt hat, damit sie seine Seele bekommt. Mikela hat dann Mok mit ihren Kräften verzaubert, dass Mok sie entführt. Mok hat sie dann gegessen, damit sie in diese Welt kommt vom DLC, dieses Shadow of Urchi. Mikela hat dann Moks Körper genommen, den geformt wie Prime Radahn und Radahns Seele reingepackt, weil Radahns Seele dann schwächer war. Also sie konnte Radahn vorher nicht mit ihm verzaubern, weil er zu stark war. Jetzt aber, da in Moks Körper drin ist und seine Seele drin ist, konnte sie ihn verzaubern und hat ihn dann in Prime Radahn verwandelt. Und warum sie das alles gemacht hat, damit du, sie ist geboren wie Marlenia als Demigott, und damit du aufsteigst wie Marika Radagon zu einem Gott, brauchst du einen Partner, also einen Verlobten. Und Radahn hat zu ihr Nein gesagt, deswegen hat sie künstlich sich einen Verlobten geholt. Deswegen kämpfst du am Ende gegen Radahn und Mikela, weil sie quasi zu einem Gott aufgestiegen ist, weil sie halt das so künstlich gemacht hat. Also du kämpfst am Ende quasi eigentlich gegen Radahn, seine Seele, in Moks Körper. Deswegen hat er auch diesen einen Blutangriff. Und eigentlich hat Mikela alle von A bis Z manipuliert. Sie hat Mok manipuliert, sie hat Radahn manipuliert, sie hat die gesamten Leute manipuliert, weil alle sagen, Mikela ist der Geilste, Mikela ist der Beste, Mikela wird uns erlösen. Mikela ist eigentlich ist Mikela der Böse von Anfang an und man weiß bloß noch nicht. Mikela ist ein R, ja, ich verwechsel es immer. Weil ich denke auch immer, das ist eine Frau, aber es ist keine Frau. Also ich find's nice. Ja, ich freue mich sehr aufs Wochenende. Ich werde am Samstag, werde ich Dark Souls 3 durchzocken. Das wird sehr, sehr geil. Also am Samstag mache ich einen Dark Souls 3 Marathon und werde Dark Souls 3 plus alle DLCs durchzocken. Ah, ich war zu gierig. Egal, der eine Hit ist wichtig. Mit Stagger eventuell. Wie viel Damage mache ich? Oh, ne? Nein! Oh nein, ich hab gechoked. Nein, ich hab gechoked! Mann! Ich hab gechoked, weil ich gierig war. Wenn ich den Stagger durchbekomme, hab ich ihn tot. Ich hab leider nicht so viel Ausdauer, dass ich Heavy Attack noch machen kann. Ich muss ein bisschen meine Ausdauer besser haushalten. Bruder, seit wann fliegt er nicht mehr über mich, sondern fliegt in mich rein? Seit wann ändert er seine Pläne? Plötzlich neue Attacke gelernt einfach. Plötzlich KI generierte Attacke gelernt. Von TikTok. Hat sich einer gewünscht wieder. Von Reddit. Ja, ich habe keine Zeit dafür, einen Heavy Attack. Ich mache ihn auch so clean, ne? Ich glaube, ich spam hier einfach. Und mach Crackblade wieder drauf.
Ach, jetzt fliegen wir wieder über mir, ne? Ja, ne? Jetzt plötzlich machen wir wieder, was wir machen müssen, du Bastard. Ich habe eine Blutung. Ich habe eine Blutung. Ah, okay, alles gut. Oh, Queen. Wie viele Tote waren das? 4, glaube ich, oder? Oder waren es 5? Ich glaube, 4 Tote waren das. It's alright. 4 Tote ist alright, I guess. 4 Tote. Sam TV haben wir schon seit locker einem halben Jahr. Dreiviertel Jahr. Ich hasse es. Ich werde Malekith nicht first run, wisst ihr wieso? Weil er beim ersten Mal, wenn man reingeht, immer ein anderes Angriffsmuster hat. Das fuckt mich ab. Accessmann habe ich drin, ja. Aber gib mir bitte durch die Wand. Schade. Ah, die Bubble brauche ich eigentlich für die zweite Phase. Mach ich egal. First Try mach ich hier nicht. Ah ja, ich habe ja keine Ausdauer, muss ich mir merken. Und ich habe ja keine Reichweite. Ich habe keine Ausdauer und keine Reichweite, okay. Ist egal. Erstmal schaffe ich ihn eh nicht, weil der hat in der ersten Phase, wenn ich ihn in die zweite Phase gepackt hätte, hat er ein Angriffsmuster, was ich nicht mag. Ich weiß auch, wie damals dieser Boss mich so gefickt hat, ne? Ah, zu früh gesprungen. Digga, ich weiß doch, wie dieser Boss mich damals so gefickt hat, Digga. Ich weiß doch beim allerersten Mal, als ich gespielt habe, wow, ich habe mir gedacht, wow, wie soll ich den jemals besiegen? Bro, was? Ich stehe in ihm drinnen. Ich stehe in ihm drinnen, mache eine Heavy Attack und treffe nicht. Ich habe ganz vergessen, wie wenig Reichweite ich habe. Ich schwöre, mein Penis hat mehr Reichweite als das. Ich kann ihn nicht schlagen, wenn ich unter ihm stehe. Ich kann ihn nicht schlagen, wenn ich unter ihm stehe. Warum nicht? Warum erlaubst du es mir nicht, Spiel? Ich muss links stehen von ihm. Mach auch relativ wenig Damage. Nein. Bro! Okay, das ist ultra lästig. Das ist ja ultra lästig, Bro. Von 4 Schlägen treffe ich 4 nicht, die wichtig sind, um seine Poise zu breaken. Mann. Ich kann auch auf Jump Attacks bilden für ihn. Ich versuche das noch 5-mal. Und wenn es bis dahin nicht klappt, gehe ich auf Jump Attacks rüber. So. Du Hurens, dass du hier existierst, du Hurens. Das war einfach nur, weil ich das erlaubt habe, okay? Du lebst, weil ich es dir erlaubt habe. Hast du den Bogen überspannt? Wir haben gerade technische Probleme. Technische Schwierigkeiten. Nein. Ich treffe einfach meine Hälfte der Attacken nicht.
Ja, das kann ich locker auch, Lace. Das ist ja free. Nein! Mann, das... Ich treffe... Ich mach doch einen Jump-Attack in ihn rein und ich treffe ihn nicht! Mann! Ich muss unbedingt den Pullover ausziehen. Ich schwitze jetzt schon. Scheiß auf die Arznei in der zweiten Phase. Drei Tries und dann gehe ich auf Sprungattack rüber. Knie nieder vor deinem König, du Schlampe! Bro, ich habe ihn zweimal, eins vor Stagger. Ich kann das Spiel auch mit Keule durchspielen. Eli, bitte. Du hast vielleicht Liebe durchgespielt, aber du hast nicht geschafft, das DLC durchzuspielen. Bro, bitte, bitte. Wie kann ich denn so oft in die Leere schlagen? Schon wieder? Schon wieder? Clip, Clip sofort! Ich hab gechoked, warum? Warum schlage ich denn? Ich hab doch keine Reichweite. Oh nein. Einmal noch, dann ist er gestaggert. Nein. Mann, ich hab gechoked. Wenn ich jetzt nicht mehr sterbe, ich muss unbedingt den Clown-Talisman holen. Merkt, bitte, 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 bitte. Darf ich nicht vergessen. Du kannst grundsätzlich bei Radan immer nur ein, zwei Hits landen. Also das... Das gleiche, das was du da beschreibst... Oder... Gilt für alle Waffen. Du kannst selbst mit der Keule konnte ich maximal zwei leichte Attacken machen mit der Keule. Und die Keule schlägt sehr, sehr schnell zu. Also du hast bei Radan hast du also außer du spielst auf so tankmäßig. Hast du eigentlich wenig Spielraum, um schnelle Attacken zu machen? Denkst du, ich schaffe die Challenge? Nein. Ich werde es bis Radan schaffen und bei Radan werden wir wahrscheinlich die Challenge nicht schaffen. Wenn ich ehrlich mit mir selbst bin. Ich werde Radan nicht neu schaffen. Radan schwerer als Malenia oder schwer zu vergleichen. Ich finde, also ich kann, ich weiß nicht. Ich finde beide schwer auf ihre eigene Art. Ich glaube, man kann die gar nicht vergleichen, weil auch als wir gegen Malenia gekämpft haben, waren wir halt auch alle so viel schlechter, hatten viel weniger Erfahrung. Ich weiß es nicht, ich kann die beiden nicht. Also ich finde Malenia immer noch sehr, sehr stark. Ich würde die beiden auf Platz 1 packen. Wer stärker ist am Ende des Tages, ist auch wurscht. Sind beide schon sehr, sehr stark. Ach, jetzt sprinten wir nicht auf mich zu. Wie trifft mich das? Ich habe so keine Reichweite, ich muss so drauf klarkommen. Ja, aber für sowas bringt mir doch Throwing Knives nicht, Bro. Wenn ich ihn trotzdem nicht treffe, ich habe vier Attacken, die ich ihn punishen kann. Aus vier Attacken, die ich ihn punishen kann, treffe ich null Attacken. Es geht doch gar nicht, also ich liegt doch gar nicht an Throwing Knives. Ich krieg, wenn ich ein bisschen mehr Range hätte, würde ich ihn jetzt die ganze Zeit in First Try in der Second Phase.
Das ist so jämmerlich, Bro. Ich darf, wenn er diese Attacke macht, nicht giedrig sein. Ich kann ihn nicht überleben, außer ich gehe hinter ihm. Hinlaufen, nicht rollen, okay. Ich dachte, rollen wäre der Weg gewesen. Laufen ist ja viel schlauer. No-Hit. Ich bin immer hingerollt, Digga. Ich hätte einfach hinlaufen können die ganze Zeit. Hä? Ich habe mir das Leben schwerer gemacht, als es ist. No, a new build come to the center of the Elden Ring. Ich hasse ihn. You fought well until now. Oh, ich hasse ihn so sehr, bis er ficken war. Seit die DC-Bosse werden nicht ficken mit ihrem Flächenschaden. Spam. Boah. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, bis auf Mesmer und bis auf Radahn habe ich eigentlich relativ keine Angst bei den Bossen, um ehrlich zu sein. Digga, ich werde locker hier eine Stunde sitzen jetzt bei dem. Locker. Cannot be a lord. Not even you. A man cannot kill a god. Wir haben es gehört. Kann ich raus? Es ist so ein komisches Gefühl, einfach einen Fick auf Runen zu geben, den ganzen Run lang. And hard didst thou fight, tarnished warrior, spurned by the grace of gold. Be assured, the Elden Ring resteth close at hand. To be granted audience once more. Upon my
Godfrey. The first Elden Lord. Na, so sieht's auch aus. Ups. Ups. Bin gespannt, wie gut ich mich anstelle in der zweiten Phase. Nein! Ich war gierig. Fast genotet. Aber warum hat er Hyper-Armor, wenn er seinen... Den Schaffer kann man springen, ja, aber warum... Ja, aber... Hat er Hyper-Armor? Wenn er diesen diesen Ding macht? Ja, oder? Weil ich hab seine... Ich dachte, ich hab damit gerechnet, dass ich seine Poise irgendwann mal breake. Aber... Hier kann ich auch laufen, theoretisch. Muss da nicht rollen. Ich will den No-Hit machen. Jetzt bekämpft ihn mal mit einer anderen Waffe, Chris. Glaub mir, dass mit einer anderen Waffe ist das was ganz anderes mit als mit diesen Plunderturm-Schwertern. Wenn du nicht basically die erste. Kein geiler Fight. Was? Ja, okay. Schere. Stimmt, wenn man halt die ganze Zeit nur springt und L1 drückt, dann ist das ja. Und damit quasi basically zwei Phasen gibt, ja, okay, dann hat man dann den Fight ja noch gar nicht erlebt, stimmt. True. Sterbe ich trotzdem? Ich sterbe sogar. Ich hab's überlebt? Hä, wie hab ich's überlebt? Ah, hatte ich noch die Blase? Ah, ich hatte noch die Blase. Aber ja. Nein, ich werf das jetzt nicht, Yumi. Moin, Gustav. Es gibt nur eine Sache, die am Fight nicht fair ist. Und das ist die Attacke, die ich schon öfters beschrieben habe im Chat hier. Ach, Digga, wie unlucky. Ich habe ihn dreimal besiegt, hat aber noch nicht. Ja, aber wenn du ihn dreimal besiegt hast und nicht denkst, das ist eine Lichtshow, dann hast du ja immer noch keine Ahnung vom Boss, hä? Bitte mach die faire Attacke. Bitte mach die Attacke. Ja! Mach die faire Attacke! Oh, Bro, ich treff dich nicht. Nein.
bin tot. Oh mein Gott, warte mal. Kann ich ihn punishen? Lass mich bitte punishen. Bitte, bitte, töt mich nicht. Bitte, töt mich nicht. Bitte. Bitte. Besser wird's nie wieder. Okay. Ich bin tot. Nein. Ich wollte es ein bisschen dramatischer gestalten. Bitte mach nicht deine Feuerattacke. Bitte mach nicht deine Feuerattacke. Mach auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall deine Feuerattacke machen, bitte. Danke dir. Nein, auf gar keinen Fall, bitte. Nein. Hör auf damit. Mach keinen Scheiß jetzt. Nicht kurz vorm Ende. Nein. Oh mein Gott. Let him cook. Nein, mach keinen Scheiß jetzt. Mach jetzt nicht so viel Fantasie. Nein! Nein! First try. GG's. Für den ersten Versuch war es echt gut. Das Spiel haben wir durchgespielt. Jetzt fehlt nur noch Malenia. Und dann können wir ins DLC reingehen. Und Malenia wird mich, glaube ich, heute den ganzen Tag knallen. Bruder, er gehört doch zu mir! Warum stellst du dich zwischen die beiden? Ja, weil er doch zu mir gehört. Deine eigene Mimik kann ich dir auch nicht schlagen. Es ist unfassbar, was mir in diesem Run passiert, ne? Bruder, warum ist deine Lanze so groß? Ich glaube, du hast mal Vertrauen bekommen. Gibt es einen zweiten Teleporter zum versteckten Schneegebiet? Weil ich brauche Commander O'Neill eigentlich gar nicht. Gibt es wirklich einen Teleporter? Er verarscht mich. Es ist okay, dass er mich verarscht. Er verarscht mich. Du brauchst die Ketten. Fickt euch bitte. Fickt euch. Wende nicht meine eigene Sache an mich selbst an. Die eigene Medizin und so. Hä, es gibt keinen. Das würde ich doch wissen. Hast du von den OP-Ketten gehört? Nein. Erzähl es mir. Mann, es führt keinen Weg vorbei. Es gibt doch locker einen Skip dahin, oder nicht? Als ob es keinen Skip zu Concentrated Snowfield gibt. Bro, du Hurensohn, du verfickst. Aber es macht Sinn. Ich habe gerade gefragt, warum man keinen Fallschaden bekommen hat, aber er ist ja durch den Luftsturm gesprungen. Okay. Vielleicht haben wir hier ein Game. Okay, hier ist es, right? Ja. Okay, er nimmt Anlauf. Dann springt er exakt. Okay, perfekt. Ganz am Ende. Fällt bis runter und dann. Okay, I get it. Okay. First try. Mann!
Ich versuche Commander O'Neill zu skippen, weil ich keine Lust habe, gegen ihn zu fighten. Ja, das waren die 5 Subs nämlich. Das waren die 5 Subs! Warte mal. Ich sehe mich nicht. Oh ne! Digga, ich fühle mich gerade ein bisschen wie Skyrim. Wer checkt, der checkt. Danke dir. Wenn ihr deinen Sub bekommen habt, bedankt euch. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie Skyrim. Nur Sky und ohne Room. Nein, ich bin ein Hardstar, glaube ich. Nein. Oh. Okay. Wie komme ich zum Fick jetzt runter? Okay. Bruder, ja. Ich spiele Skyrim. Och man. Oh nee. So, jetzt gibt mir irgendwo Marikas Pfahl oder so. Digga, warum ist hier ein fucking Wolf? Wo bin ich? Gib mir Marikas Pfahl, gib mir eine Gnade irgendwo. Wo reite ich überhaupt hin? Sofort aber. Gib mir bitte eine Gnade, bitte. Nein. 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 Nicht die Schnecken. Digga, wo bin ich? Wenn wir gucken. Habe ich schon mal gesagt, dass es mein Hassgebiet ist, weil du einfach nichts siehst? Ich mag das nicht. We made it. First try. Und Subs noch dabei verdient, wow. Und nie hat sich ein Skip so gut angefühlt. Fickt euch alle anderen, die nicht an mich geglaubt haben. Und an meine Lehrer. Und an die Leute, die nicht an mich geglaubt haben. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. An alle, die nicht an mich geglaubt haben. Ich schwöre, ich habe gerade drüber nachgedacht, wo man den schnellsten Bogen bekommt. Ich habe mal drüber nachgedacht gerade, wo man am schnellsten Bogen bekommt. Hi. Preisen steht überall bei den Nachrichten. Preisen, diese Nachrichten sind egal. Das sind so, von Spielern Nachrichten. So, Skip Nummer 2, Moment. Aber warte, Concentrated Snowfield komme ich ja nur mit dem Medaillon von... Achso, das ist ja eh egal, ne? Achso, das geht nicht? Okay. Ja, aber das ist ja eh egal, weil ich bin ja schon hier. Ich muss ja quasi nur das Rätsel lösen. Och nee, Mann. Und all das, nur damit ich von Marlene geknallt werde. All das, nur damit ich von Marlene gefickt werde. Hä? Warum mache ich das überhaupt? Ich schwöre, ich gehe einfach ins Lissi. Ey, ich mache das alles nur, damit ich gleich gefickt werde. 2 Stunden, 10 Stunden lang.
Tschüss. Ich überlege, ob ich den Schildkröten-Talisman kurz tausche gegen den Clown-Talisman, wenn ich bei Malenia keine Jump-Attacks mache. Ich werde bei Malenia keine Jump-Attacks machen. Kann es das sein, dass sie alle irgendwie alle im Länder mocken, diese WM, so EM, außer so Deutschland? Irgendwie? Irgendwie mocken alle dann dieses Jahr. Schade. Aber beim ersten Mal gegen sie zu kämpfen ist richtig eklig, weil die dann immer ganz andere Moves macht, als sie sonst machen würde. Kann ich sie eigentlich zusammenschlagen? Nee, geht nicht. Mit welcher Waffe konnte ich sie zusammenschlagen? Ich wollte mal schauen, ob sie... Also kann man die nicht zusammenschlagen mit dem Starfist? Mit welcher Waffe ich das gemacht? Ah, ich glaube, das mit der Keule war das, ne? Mit der Keule konnte ich sie zusammenschlagen, dass sie so zurückgezuckt ist. Alter, war das schlecht gedodged von mir. Dennis Axi Ult. Ja, mit der Keule ging das auch. Hätte ich sie noch einmal getroffen in der Luft, wäre sie runtergekracht, by the way. Verstehe aber nicht, warum sie allgemein nicht gestaggert worden ist. Guck mal, da ist schon wieder 3 Heavy Hits. Die braucht doch nur 3 Heavy Hits. Warum war sie jetzt wieder nicht gestaggert? Na man, das ist unlucky. Sie geht nicht in die Luft, das ist wieder eine der verbuggten Varianten. Ja doch, in die Luft. Bin glaube ich tot. Ich wusste, dass sie in die Luft geht. Ich darf da nicht, ich kann nicht riskieren, dass sie mich trifft. Ich kann nicht im Nahkampf den Waterfall dodgen, weil ich nicht einmal einen Hit tanken kann. Ich darf nicht, ich kann den Waterfall im Close Range blocken, aber, also, es macht keinen Sinn, weil... Ich darf nicht einen Hit denken. Was die Belohnung für die Challenge? Ich mach die Challenge nur für mich, Bro. Das ist keine Belohnung oder so. Also in Filmen und in so Serien sieht das immer richtig geil aus. Ich glaube in Real Life, ich schwöre, es lohnt sich nicht. Ich schwöre, du könntest bei Edeka arbeiten für 500 Euro die Stunde. 500 Euro die Woche, also so nebenjobmäßig würde es mehr machen als mit Drogen. So, ich hab's gesagt. Außer du bist Kartellchef. So, ich hab's gesagt. Ich habe mir diese Doku angeschaut zu diesem, mit diesem Darknet-Typen, der diese Seite gemacht hat im Darknet. Und der hat es ja einfach nur gemacht, weil er Spaß dran hatte, mäßig. Wie ist denn dir? Ihr wisst genau, wen ich meine. Fand ich richtig faszinierend. Er hat es nicht mehr gemacht wegen den Drogen, weil er Drogen machte, sondern einfach, weil er Spaß dran hatte, das Gesetz zu umgehen. Aber keine Ahnung. Ich hatte gar keinen Bock, da die ganzen Paranoia zu leben. Stell ich mir nicht geil vor. Shiny Flakes, ja genau. Ja, meine Worte, Kimball. Ist es auch, Blackie. Bin ich völlig bei dir. Versteh mich nicht falsch, ich bin voll bei dir. Ich bin da voll, ich stehe da voll hinter deiner Meinung. Ich finde auch, dass es so Quatsch ist. Ich komme auch nicht aus einer reichen Familie und ich komme aus einer richtig armen Familie. Aber irgendwie, Bro, kann man da immer irgendwas zaubern, Bro. Man muss nur den Willen haben.
Danke dir, Michi. No Hit. Nicht ein Hit bekommen. Mit Level 9. Oh ne! Boah. Chat. Wir haben Malenia mit Level 9 nicht Level No Hit gelegt. Ich schwöre, wir haben gar nicht so lange gebraucht. 1,5 Stunden? Locker zwei, ich denke maximal so 190 Tote, so 100, ich bin nicht so oft gestorben. Ich denke so 190 Tote circa. Aber nicht First Run, stimmt. Ich sag so 194 hätte ich. Ich bin maximal so 50 Mal gestorben. Was der nächste Step ist, also wir haben alle Bosse geschafft, also ich habe jetzt Riker noch nicht gelegt. Aber ich habe gar keinen Bock drauf, um ehrlich zu sein. Brauche ich jetzt auch nicht. Wir können CC. Für DLC brauche ich theoretisch Mesmer, Romina, Leders Fantruppe und Radon. Bleib stehen, du Wichser. Nein. Egal, hab mein Scabber drüber. Marlene wieder stellen, Wichser Boss im Game. Oh nein. Jetzt wo ich diesen Run sehe, hätte ich echt, ich dachte, ich schaffe das nicht. Aber jetzt, wo ich diesen Run sehe, Digga, das wäre der Free 500 Subs gewesen. Also, ich habe Radar noch nicht geschafft. Aber es wäre doch Free 500 Subs gewesen, oder nicht? Als ob ich Radar nicht 24 Stunden einmal schaffe. Ich sage euch ehrlich, nach der Lives of P-Action habe ich ein bisschen PTSD. Mit anderen neuen Games. Der Schmerz sitzt tief. Wegen Lives of P. Der Schmerz sitzt tief. Ich hatte so viel Spaß in dem Game, das Game hat so viel Spaß gemacht, ich hab's auch durchgezockt. Aber ich hatte, glaube ich, in 2 Stunden, glaube ich, 2 Chat-Nachrichten, die waren vom Fosterbot. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was passieren kann. Aber es war vor 2 Jahren oder so. Wann kam Left 4P raus? Ne, letztes Jahr war das. Vor 10 Monaten war das. Ja. Ja, ne? Aber in den letzten 10 Monaten hat sich auch viele geändert, sagen wir mal so. Aber ich find's krass, wie viele dieser Schimmelkleute, Parfüm-Battles oder Dornsbär rumlaufen. Ach, mir juckt das gar nicht. Ich habe die letzten Tage so eine Abneigung gegen dieses Waffengelaber bekommen. Es juckt mich einfach gar nicht mehr so. Ich lasse die Leute einfach spielen, was sie wollen. So. Ich weiß gar nicht, welche Skabadubis ich alle habe. Ja, vor allem nach diesem Run werde ich die DLC-Bosse richtig gut drin haben. Weil ich werde ja an einigen Bossen werde ich ja richtig lang sitzen. Also, ich mache dir hier ein ernstes Angebot. Mit Level 1. Ich darf nicht leveln. Mit Pferd. Ich brauche nur mein Pferd und Level 1. Und einmal schlafen, bitte. Es werden keine Kinder verarscht. Es hat geleckt. Ich schwöre, es hat geleckt. Man hat es gesehen. So, wir legen ihn jetzt First Try ohne Leck. Bro!
Ich werd gewonnen. Okay. Okay. Das wird ein No-Hit-Run. Ich hasse. Habe ich schon mal gesagt, dass ich dieses Nilpferd hasse? Ich skippe ihn. Sofort. Ich skippe ihn. Ich werde ihn nicht machen. So. Die Dinger haben mich schon in Vollgas gebrochen. Jetzt bricht er mich hier. In Elden Ring. Ich mache ihn nicht. Ich möchte ihn nicht machen. Ey, Chat, ich bin heute ein bisschen kürzer live. Ich mach heute nur 8 Stunden, so, ich hab's gesagt. Bro, bitte, komm! Wie kann man so ein nerviger Boss sein, Digga? Die schlechteste Hit-Track in diesem gesamten Spiel, Bro. Wenn er wenigstens eine gute Bullet-Track, also wenn er Bullet-Track, wenn er wenigstens eine gute Hit-Track hatte, hätte. Ich muss da rollen. Weil wenn du nicht rollst, wirst du immer getroffen einmal. Bruder, er trifft mich immer mit irgendeiner Fix-Attacke, Bro. Einfach beim Vorbeigehen, einem Drive-By, Digga. First try. So ein leichter Boss. First try gelegt, GG's. GG's, first try. Warum lege ich eigentlich alle Bosse im first try? Paludil, danke für die 3 Subs. Vielen lieben Dank für die 3 verschenkten. Und ich hoffe, die 3 Leute, die können, die Sub bekommen, können sich bedanken. Und Chat, alle, die am Start sind, gerne mal ein Herz im Chat da lassen. Ein bisschen Liebe da lassen. Vielen lieben Dank für die 3 verschenkten. Dankeschön dir. Ich überlege, ob ich Gaius vor Mesmer lege für die 5 Fragmente. Der Weg zu Mesmer ist ein Bruch. Okay, dann schau mal zu, okay? Schau zu, Rix. Mach's eine Rolle. Mach's noch eine Rolle, mach's noch eine Rolle. Läuft geradeaus, stirbst. Biegst nach rechts ab, rollst. Rollst weiter. Rollst wieder, weil die Fackel kommt. Rollst. Bist oben angekommen. Machst eine Zwischenheilung, eine CC. Dann läufst du so, dass dieser weiße Wichser dich nicht sieht. Der rote, nicht weiß. Springst du dich nach oben. Läufst hier hoch. Und schon bist du bei der ersten Gnade. Hälfte geschafft. Bibi, danke für 3 verdammte Jahre auf Stufe 2 mit extra Support. Vielen lieben Dank, dass du seit 3 Jahren am Start bist. So, danach gehst du in die Gnade, holst du deine Bubble wieder zurück, deine Kumbeblase. Weil das Einzige, was du auf dieser Welt dich verlassen kannst, ist die Kumbeblase. Läufst du nach oben. Ist der Typ oben, der macht eine Druckwelle. Weichst die Druckwelle aus, läufst weiter nach oben. Wartet, bis er das gecastet hat. Rollst. Läufst weiter. Ganz schnell. Druckwelle, rollen. Massieren, ganz kurz deinen Ausdruck regenerieren. Und läufst weiter. So, jetzt haben wir es hierhin geschafft. Läufst hier weiter. Rollst, damit du noch nicht von den Flammen getroffen wirst. Rollst. Rollst weiter. Rollst.
Rollst. Rollst. Rollst. Rollst. Rollst. Bist bei der nächsten Gnade angekommen. Setz dich ganz kurz hin, um die ganzen Gegner zu resetten. Moin Tante, bei mir alles super, ich hoffe dir auch. Gib sie wieder deine Kumpelblase. Er macht immer so einen Schwertattack am Anfang. Schau zu. So, dodge sie, machst die Tür auf. So. Jetzt rollst du nach oben, nimmst die Gnade, lässt sie sterben und bist fertig beim Mesmer. This is how you get to Mesmer with no problem. Ja, du Hurensohn. Ich hab dich doch gerade schon bekämpft, jetzt muss ich doch mal gegen... Sorry. Sorry. Das Problem ist, manche Warzone-Spieler, die kennen nur Warzone und trauen sich ja gar kein anderes Spiel dran. Ich kann halt kein Story-Mode spielen. Elden Ring ist kein Story-Mode, Elden Ring ist ein Meisterwerk. Selber hat übrigens Solution auch gesagt, dass er kein Story-Mode spielen kann. Und jetzt ist er süchtig nach Elden Ring. Das ist nicht dein GTA, was du Kampagne spielst. Das ist was ganz anderes. Das kann man aber gar nicht beschreiben, das muss man selber spielen. Bevor du selbst nicht gespielt hast oder versucht hast, was auch nicht schlimm ist, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es schlimm ist, aber bevor man es selber nicht getried hat, weiß man es nicht. Die meisten Leute entdecken erst Elden Ring, wenn sie dem Spiel eine Chance geben. Das ist nicht ohne Grund das beste Spiel der letzten 10 Jahre. Das verstehen viele Leute nicht. Das ist nicht dein Spider-Man-Film, der jedes Jahr rauskommt. Das ist dein Interstellar, was einmal erschienen ist und nie wieder so ein Meisterwerk rauskommt, wisst ihr? Ja, ist ja egal, du musst eh jeden One-Hitten, Exzellenz. Excellence? Weißt du, am Ende des Tages. Egal, ob er jetzt Level 1 steht oder Level 9. Also Radahn ja, aber Bale, glaube ich, gibt's. Also ich finde alle Bosse DLC schlimm. Relana und so auch. Aber ihr vergesst da einen wichtigen Boss, der, glaube ich, für mich persönlich am schlimmsten wäre. Und zwar der tanzende Löwe im ganz oberen linken Gebiet. Der mit Todespest. Ich habe den schon mal gelegt. Mit 3 Tries oder so und bin dreimal an Todespest, also ich bin vorher aber dreimal an Todespest gestorben. Weil ich alle Talismaner spiele für absoluten Damage. FIFA sagt, deswegen mache ich so viel Schaden mit der Waffe. Meine gesamten Talismaner sind aufgebaut auf Damage. Auf absoluten. So sieht man sich wieder. Du Bastard. Bruder, seine Reichweite, Bruder. Ich wünschte, ich hätte mal im Real-Life so eine Reichweite. Ich weiß nicht, wie ich zu Radahn kommen soll. Also ich muss ja irgendwie diese 3 NPCs bekämpfen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das tun soll. Weil ich werde von jedem gewonnen. Erstmal dahin kommen.
Digga! No hit. So. Ich hab's euch gesagt, ich hab's raus. First try. First try, ich hab's gesagt, ich hab's raus. Und die Blase lebt noch, also war es No-Hit. Die Blase ist nicht geplatzt. Die Blase ist nicht geplatzt. Digga, das war der schwerere Kampf als manche Bosse. Ich sag es ehrlich, wie es ist, mein Danny. Ich sag euch so, wie es offen, ehrlich, wie es ist. Das war schwererer Kampf als manch anderer Boss. Ich werde auch richtig sauer nach 10 Tries oder so. Ich werde immer richtig sauer, wenn ich den Boss nicht in 10 Tries oder so lege, irgendwann werde ich richtig stinkig. Weil das Problem ist, du wirst halt, wenn ich egal, für jedes Gear wirst du bestraft und bist einfach one-hit tot, Digga. Ich darf einfach nicht einmal gierig sein. Und ich schwöre euch, diese Blase, also die ist ja schön und gut, ne? Aber sobald diese Blase platzt, ist die Confidence von mir weg. Ich mag es nicht, wenn die Blase platzt. Ich möchte am besten, dass die Blase die ganze Zeit bleibt. Aber guck mal, ganz nüchtern gefragt, okay? Welcher Boss würde für euch Malekith ersetzen in dem DLC? Ganz nüchtern gefragt. Welcher Boss würde für euch Malekith ersetzen im DLC? Dodgen. Punish. Das kann ich doch punishen. Hatte keine Zeit dafür. Aber das kann ich nicht. Das Ding ist, ich will die nicht immer angreifen, bevor die einen Angriff macht. Weil dann kommt irgendein Angriff, den man nicht dodgen kann und dann, also... Digga, die Range ist aber auch fatal. Bornstein. Ist es ein Boss? Reicht das? Und das ist der No-Hit. Oh ne! So. Nee, wieder zu schwer, die DLC-Bosse. So, jetzt der nächste. Ja, ich habe gewartet, bis du da bist, Mischgrunzen, weißt du? Ich kann mich nicht buffen. Ich kann mich nicht buffen. Ich will nicht rein. Ich kann mich nicht buffen. Ja. Hä? Wo ist der hingeflogen? Seine Flugroute. Hallo? Verplante Flugroute oder so? Nein. Dieses scheiß Feuer. Mesmer hätte nicht. Also zwei volle Lebensbalken wäre, glaube ich, too much. Ich glaube so. Einfach ein bisschen mehr Leben, Bro. Wie weiche ich bei diesem zweiten Feuer aus? Ich glaube, man muss nach vorne rollen. Ich werde immer getroffen davon. Scheiße, die Gier. Mann, warum bin ich so ein gieriger Bastard? So schön gespielt. So schön. Ich hatte einfach die Blase in der zweiten Phase noch. Jetzt wieder No-Hit.
super Attacke für mich. Wenn ich die treffen würde. Das war die Gear. Aber seine Haltung ist gebrochen. Oh ne, ich habe den Haltung-Break für die nächste Phase, okay. Let me cook. Vielleicht nochmal Blutung? Vielleicht nochmal einen kleinen Blutungsprock? Oh nee! Alles gut, sorry. Nein, es war nur einmal, sorry. Tut mir leid, es war nur einmal. Doch, Sandro, es war das letzte Mal, versprochen. Die ist gar nicht am Sekunden oder so. Ich will einfach nur gegen die Bosse kämpfen, um ehrlich zu sein. Ich will die ganzen Bosse machen und so. Ich werde Dark Souls 3 nicht so gründlich erkunden wie das Elden Ring DLC oder allgemein Elden Ring. Unter 10 Tries, sage ich. Unter 10 Tries. Das ist kacke. Sieben. Was? Wie hat er mich getroffen? Also das ist crazy, wie ich gerade getroffen worden bin. Das fuckt mich gerade ein bisschen ab. Der hat richtig viele Angriffsoptionen, die man ausnutzen kann. Vor allem, wenn er deine Phase wechselt, kannst du auch richtig viel ausnutzen von ihm. Das checke ich auch noch nicht ganz so, muss ehrlicherweise sagen. Würde ich auch lügen. Wenn ich sage, dass ich diese Dash-Attacke gecheckt habe, weil ich weiß, die, sagen wir, von 10 Fällen 7 mal gut aus. Aber sonst, auch, bis auf die Attacke ist eigentlich ehrlich alles nice. Ich glaube, man muss durchrollen, wie gerade. Mann, bleib doch mal stehen, bitte. Lass mich dich doch punishen hier. Film Naschis, wenn du schaffst, okay, der einzige war, okay. Und das war die Motivation, die ich gebraucht habe. Warum trifft mich die Attacke? Mann, warum greife ich den an, wenn er seine Combo macht? So, let's a try. Unter 10 Tries, habe ich gesagt. Warum macht er das nicht? Warte mal. Warum macht er nicht den Phaseübergang? Der Talisman ist, glaube ich, besser. Als Kritter. Obwohl. Ich versuch's mal mit dem. 10% mehr Schaden. Anstatt Krit-Talisman. Weil ich kritte so selten. Ich finde, Kritten lohnt sich, glaube ich, gar nicht. Scheiße. Zu gierig. Ja, Part, habe ich dir schon vorhin gesagt. Ich habe es immer halt so gemacht, dass ich immer ein Gebiet halt völlig erkundet habe und dann erst ins nächste gegangen bin, als wenn ich das Gebiet fertig hatte. So habe ich es halt gemacht. Ich schwöre, dieser Boss, ich schwöre, ich hätte ihn schon 100 Mal gelegt, aber weil ich One-Hit bin halt einfach, ist es so nervig. Ich hätte den Boss schon 100 Mal gelegt, Bro. Ehrlich.
Aber One-Hit ist so eine andere Sache. Blutung. Tschüss. Wie viele Tries waren das? Locker 30 so, ne? Um den Schnitt würde ich sagen. Ich glaube unter 30. Aber so, ich würde 30 addieren. Ich glaube unter 30 waren das so auf dem Schnitt. Das ist ja der Schwanz. Monutag. Ist das schon der Boss draußen? Ah ja, ist er, okay. Jori. Och nein. Warte, oh mein Gott. Nein. Ich will nicht. Ich mach den nicht. Ah ja, okay. Nein, ich habe keine Ausdauer. Okay, ich warte einfach, bis sie weg sind. Ich habe keine Ausdauer. Okay, perfekter Angriff. Oh ja, perfekter Angriff. Mach weiter. Let me cook. First try. Easy. Digga, ich mach so viele Bosse, die ich gar nicht machen muss, um einfach nur bei Radaren mehr Fragmente zu haben, obwohl ich eh One-Hit bin. Hä? Ich habe schon so viele Bosse gemacht, die ich nicht machen muss. Ach, stimmt, da war ja was. Jetzt muss ich auch noch hier laufen. So viele Bosse gemacht, die ich eigentlich nicht machen muss. Was? Was für ein Bullshit-Tod. Sorry. So.
So, das reicht mir. Ich liebe diesen Boss, aber gerade hasse ich ihn. Ein Hit noch für Nock. Ich war gierig. Anstatt nochmal auszuweichen, habe ich geschlagen. Wow. Das war Selbstschuld. Also, kann man nicht sagen. Selbstschuld einfach. Anstatt nochmal auszuweichen, auf Nummer sicher zu gehen, habe ich geschlagen. Manchmal hast du instant eine Lücke, manchmal einfach gar nicht, Digga. Und jetzt sterbe ich wieder von der Attacke. Genauso dumm wie Mesmer, Digga. Du stirbst die ganze Zeit von irgendwelchen Attacken, Digga, die von denen du niemals sterben würdest im normalen Run. Und ich hab Relana auch gemacht und so. Ich hab voll viele Bosse gemacht, die ich nicht machen hätte müssen. Ich höre, hätte ich die Challenge bekommen, hätte ich sie geschafft. Bringt nichts, Marcel. Also, kann ich theoretisch machen, ja, aber es bringt nichts. Nein, Jakob. Davor habe ich Katana gespielt. Das Katana hier, das Ushi-Katana plus 12. Ich sterbe wieder, weil ich nicht R1'en konnte. Ich schwöre, das ist dann der nervigste Boss bislang. Aber nicht, weil er gut schlecht, weil er stark ist, sondern einfach nur, weil er nervig ist. Oh, bin ich sauer gerade. YD, danke für 8 Morde. Vielen lieben Dank, dass du seit 8 Morden am Start bist. Vielen lieben Dank dir, Bro. Oh oh. Oh oh. Ich bin tot. Tschüss. Oh mein Gott, hätte ich das geschockt, Digga. Verfickte Scheiße, du Hure! Sorry. Boah, GG's. Boah, hat mich sauer gemacht gerade.
Das Ding ist, ich kann diese Quest nicht machen, ohne den Fäulnisritter zu besiegen. Und ich schwöre, bevor ich jetzt den Fäulnisritter besiege, werde ich lieber drei verfighten. Also ich werde nicht den Fäulnisritter, glaube ich, freiwillig machen für die Questline. Könnt mich alle mal am Arsch lecken. Ich werde nicht den Fäulnisritter jetzt noch besiegen. Guck mal, Thomas, der Run ist fast fertig und mir hat jetzt ein Zuschauer erst gesagt, dass man die eisige Sternfaust, also dass man die Sternfaust, also dafür ist, auf Frost machen kann. Jetzt habe ich Frost und Blutung drauf und habe Magieschaden drauf, denn ich habe quasi, ich habe mehr Magieschaden drauf als normalen Schaden. Und habe Frost und Blutung drauf. Lul. Bruder, er hat einfach Aimers. Ich brauche auf jeden Fall irgendjemanden, der mir jetzt hilft. Wie soll ich das schaffen? Also ich meine es ernst. Also ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Bruder, wie weicht man den denn aus? Aber warum mache ich denn so wenig Damage? Nein! Ich hab's fast geschafft. Warum spammt er mich denn mit Magie voll, Bro? Er schreckt gar nicht zurück. Wie soll ich ihn besiegen? Wie soll ich ihn besiegen? Ich raste gleich aus. Ich bin gerade richtig verzweifelt. Ich bin im Erdkern. Mann. Raxasa, Digga. Ja, Raxhusensasa. Gleich kriegt der Wahnsinn. Ich kann mich gleich nicht mehr halten. Ich kann nicht mehr weiter. Kann ich den posten, natürlich. Der wird zwar gelöscht, aber ich sehe ihn trotzdem. Come on, einmal noch. Geht doch. War das eine Geburt, Digga? Das Katana kann ich wirklich nicht tragen. Es ist wirklich so. 27 Geschick. 20 Geschick mit Radagons Wundsiegel. Ich will nur noch das schaffen. Ich glaube, ich mache Radan morgen. Das wird dann ein Only Radan Stream morgen. Das war gerade echt anstrengend alles, Digga.
verdammte Scheiße zu machen, Digga. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt. Oh mein Gott, ich kann keinen Runenbogen hier benutzen. Warum kann ich hier keinen Runenbogen benutzen? Ist das dumm, Digga. Und hier, wo ist die Schlampe da? Er ist gleich dead. Und er hat keine Heilung mehr. Nathan kämpft gegen die Schlampe. Und Dane kämpft gegen mich. Ich hatte keine Ausdauer mehr und man kann die Attacke nicht abbrechen. Ich wollte, ich hab für... Es ist tot. Wait. Ich hab's geschafft! Er hat Dinge besiegt! Ja! Sag mir bitte, er ist noch dran. Ich brauch das jetzt einfach nur. Ja! Yeah! Vor ihm, ja! Yeah! Free. Ich hab immer gedacht, dass... Also ich wusste immer, dass wir es schaffen. Also ich... Oh, es war nicht schwer. Es war easy. Von Anfang an wusste ich, dass ich es schaffe. Leichtester Bosskampf im Spiel. Ich tue mir das auch nicht an mit dir, du Bastard. Du kannst mich Arsch lecken, Bro. Warum konnte ich da gerade nicht parryen? Alles parryen bei ihm. Jede Attacke. Siehst du? Der hat Backlast-Schild, genauso wie ich. V-Schild-Parade. Backlast-Schild ist doch V-Schild-Parade, oder? Buckler Parry hat er. Was ist Buckler Parry? Ich weiß nicht, was er für Talismane hat. Dagger Talisman, Ritual Shot Talisman, Talisman of All Crucibles. Grants Effects of All Crucible Talismans. Okay, ich muss früher parryen. Er hat so viele Buffs mehr oben links als ich. Das ist so crazy. Hast du diesen Crucible-Talisman, soweit ich den Kommentar im Winkelgeschäft kriegst du iFrame zum Boost auf die Rolle? Echt? Ja, ich glaube, den besorge ich mir für morgen später. Noch einmal dieses Lispeln hören. Hurensohn. Wer diesen Song gemacht hat. Muscle.
bevor ich dich von A bis Z runter beleidige, mach einfach deine normalen Attacken. Hör auf, irgendwelche Fantasie zu machen. Frag mich, ob ich irgendwas noch an Talismanen spielen kann, um noch mehr Damage zu machen. Ich habe aber, glaube ich, die besten Talismane drin. Blauer Tänzer-Talisman, Dagger-Talisman, Ritualschwert-Talisman kann man bestimmt noch gegen irgendwas ersetzen, was so ein bisschen mehr Damage macht, right? Oder das Ritualschwert ist das Beste. Aber ich kann den Talisman spielen, dass ich, wenn ich One-Shot bin, mehr Schaden mache. Wie viel mehr Schaden ist es bei diesem roten, gefiederten Talisman-Shirt? Weiß es einer? Nein, habe ich nicht nur. Ich habe es zwar auf PC, aber ich habe nicht gespielt, leider. Vielleicht spiele ich es irgendwann mal. Wie viel Prozent mehr Schaden habe ich durch den rot gefederten Talisman? Weiß es einer im Chat? Mit New Game Plus, wer darauf gewonnen hätte, lohnt es sich, neuen Charakter zu erstellen. Wirst du im DLC gewonnen hättet oder wirst du im Base Game gewonnen hättet? Im DLC, welches Kabaduba-Level bist du? Aber Double Level, nicht volles Level. Warum werde ich hier getroffen? Wie wurde ich da getroffen, Bro? Ich will es mal probieren mit diesem goldenen Parade, was das für einen Unterschied macht. Also ob das einen Unterschied macht. Also was macht das für einen Unterschied, Chat? Weiß es jemand? Fehler gemacht. Schon wieder. Ich parry anstatt einfach zu rollen, obwohl ich sehe, dass er den Ding macht, die Attacke. Mann! Immer die Attacke! Ich mach das immer falsch. Ich weiß doch, dass er das zu spät macht. Ich mach es immer falsch. Ich rolle zu früh. Ich habe gerade die undodgebare Attacke gedodged. Aber nur mit Backstab. Ich wollte es mal probieren, ob das geht. Aber es geht dann nur mit Backstab, ne? Einmal nach hinten mit Backstab und dann einmal wegrollen. Mann.
Diese Meteoritentacke, das macht er absichtlich, Bruder. Ich schwöre, er schaut gerade meinen Stream und lacht sich so ein ab, Digga. Er schaut meinen Stream und lacht sich so ein ab, Digga, dass ich jedes Mal den gleichen Fehler mache. Er lacht sich so ein ab gerade. Er schaut gerade meinen Stream und lacht sich so ab. Wo ist er hingeflogen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Es war verbuggt. Hä? Schade. Guter Try. Endlich. Leider nicht No-Hit. Leider nicht No-Hit. Leider nicht No-Hit. Naja, egal. Ich könnte ihn locker No-Hit schaffen mit bisschen mehr, mit einem vollen Bild schaffe ich einen No-Hit. Also wenn ich nicht Level 1 werde, schaffe ich einen No-Hit auch. Oh. Wow. Wir haben es wirklich geschafft, ne? Ich weiß, so ganz am Anfang habe ich gesagt, dass ich das niemals schaffen werde. Wir haben einfach einen der krassesten Runs gemacht, die man machen kann. Plus noch das DLC mit reingenommen. Mit 9 Bossen und mit Radaren. Und haben das auch noch geschafft. Boah, wie viele Stunden haben wir gebraucht? 26 Stunden. Das waren locker 180 Tries. Ich sag sogar 200, scheiß drauf. Das waren locker 200 Tries, Bro. Wie lange bin ich live? 500 Stunden, locker 200 Tries mindestens. Boah.